Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal kurz das Equipment vorstellen, mit dem ich meine Vlogs drehe. Ja, immer wieder werde ich gefragt, mit welchem Equipment ich meine Vlogs drehe, und das möchte ich euch heute mal hier vorstellen. Das Ganze basiert hier natürlich auf meinem Smartphone, mit dem ich filme. Ich filme jetzt mit einem iPhone, aber das ist völlig egal, ob ihr mit einem iPhone filmt oder mit einem Samsung oder Huawei Handy. Die Grundlage meines Vlogging-Setups bildet hier der Joby Gorillapod. Das ist so ein flexibler Griff, den kann man wunderbar auch als Stativ gebrauchen, aber eben so ein bisschen auch als Armverlängerung. Und man kann ihn wunderbar überall anklemmen. Der ist also sehr flexibel dank der Halterung. Ihr könnt ja also auch an jedes Straßenschild anklemmen, an irgendwelchen Brückengeländern und halt überall da, wo ihr eure Vlogs drehen wollt. Und das ist so eigentlich die perfekte Basis. Oben auf dem Joby befindet sich noch eine Kugelkopfhalterung. Damit könnt ihr euer Smartphone noch individuell ausrichten. Die Wasserwaage zeigt euch dabei stets, ob das Smartphone in der Waage ist. Sehr praktisch. Dann habe ich hier auf den Gorillapod so einen Adapter aufgeschraubt, der gleichzeitig mein Smartphone hält und das Mikrofon hier oben drauf. Das ist der Filmgrip Pro von Wolffilms. Das Schöne ist, ihr könnt den Adapter einfach drehen und somit habt ihr die Möglichkeit, im Hoch- oder Querformat zu vloggen. In der Smartphone-Halterung befindet sich das Wolffilms-Case. Je nachdem, ob ihr euch selber filmt oder Landschaftsaufnahmen oder einfach die Gegend filmt, könnt ihr natürlich noch mit diversen Aufsatzobjektiven arbeiten. Ich habe jetzt hier ein Weitwinkelobjektiv in meinem Demo-Setup aufgeschraubt. Dank des integrierten Bajonettverschlusses kann ich hier ganz einfach mit einer einfachen Drehbewegung die einzelnen Wechselobjektive aufschrauben und bin quasi so in Sekundenschnelle auf die neue Situation eingestellt. Das nutze ich aber eigentlich nur, wenn ich so ein bisschen ja die Umgebung filme und nicht nur mich selber, weil sonst, wenn man sich selber mit einem Weitwinkelobjektiv filmt, sieht man relativ schnell, man bekommt ziemlich lange Arme und das ist auf jeden Fall ja nicht so wirklich gewünscht. Aber nutzt gerne verschiedene Aufsatzobjektive, wenn ihr eben so ein bisschen ja irgendwelche Action filmen wollt oder die Umgebung, und damit seid ihr einfach noch flexibler und bringt ein bisschen mehr Dynamik in eure Vlogs rein. Wenn ihr so ein bisschen in euren Vlogs den typischen Filmlook beibehalten wollt, solltet ihr euch so ein bisschen an die Faustregel halten, dass die Verschlusszeit immer die doppelte Bildrate ist. Wenn ihr also mit 25 Frames per Second, also Bildern die Sekunde, filmt, solltet ihr eine Verschlusszeit von 1/50 wählen. Und bei starkem Sonnenlicht kann das ein Problem sein und deswegen habe ich hier noch einen variablen ND-Filter, den ich mit einem Adapter ganz einfach hier auf mein Objektiv aufsetzen kann. Den Objektivadapter für den externen ND-Filter kann ich hier einfach drauf drücken und dann kann ich hier den variablen ND-Filter da einfach drauf schrauben. Durch einfaches Drehen kann ich die Stärke des ND-Filters hier frei wählen. Und schon bin ich startklar. Hier oben auf meiner Filmgrip Pro-Halterung habe ich hier noch einen Adapter für ein Mikrofon. Ich habe hier das Rode Videomic. Achtet darauf, dass ihr auf jeden Fall so einen Fellwindschutz auf eurem Mikrofon habt. Gerade wenn ihr außen filmt, so störende Windgeräusche können doch so den ganzen Ton von eurem Vlog ziemlich kaputt machen. Und das ist natürlich auch sehr unschön. Deswegen also so ein Windfell, auch tote Katze genannt, gibt es eigentlich bei jedem Mikro passend dabei und ist auf jeden Fall der ultimative Tipp. Das Mikrofon habe ich mit einem Spezialadapterkabel und dem Apple Lightning Port Adapter verbunden mit meinem iPhone und ja, damit ist das Setup auch schon fast komplett. Ich filme übrigens mit der App Filmic Pro. Das Coole ist daran, ich kann alle Grundeinstellungen manuell auswählen. Ich habe also völlige Freiheiten über Bildrate, Belichtungszeit, Verschlusszeit. Alles das, was die normale Foto- oder Film-App eures Smartphones in der Regel automatisch einstellt. Und mit Filmic Pro habt ihr da die komplette manuelle Freiheit. Also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, zum Vloggen holt euch Filmic Pro. Damit könnt ihr auf jeden Fall coole, professionelle Ergebnisse erzielen. Wichtig ist ja, dass man beim Vloggen flexibel ist. Also fangt gar nicht erst an mit einem Gimbal-Setup. Ist alles viel zu sperrig und zu schwerfällig. Ich habe hier kein sperriges Equipment, ich kann es einfach mitnehmen. Ich kann so filmen, wenn ich halt ja irgendwelche anderen Menschen filmen möchte oder irgendwelche Action. Ich kann es aber auch einfach umdrehen, so eine kleine Armverlängerung, und habe mich damit selbst bestens im Bild. Also das ist auf jeden Fall die ultimative flexible Lösung, wenn ihr einen Vlog dreht. Ja, ich hoffe, mit meiner kleinen Zubehörempfehlung für euren nächsten Vlog kommt ihr ein bisschen weiter und ihr dreht demnächst auch coole Vlogs. Natürlich kommt es letztlich immer auf die Kreativität an, die ihr an den Tag legt oder auch was ihr filmt. Da ist das Equipment eigentlich zweitrangig. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergebracht. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und hinterlasst mir eure Kommentare. Ich werde sie auf jeden Fall alle beantworten, wenn ihr Fragen habt rund ums Thema Vloggen. Und schaut euch gerne noch auf wolffilms.de die anderen Videos in meinem Kanal an. Da gibt es noch einiges zu entdecken. Viele coole Tutorials rund ums Filmemachen. Das war's schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Bye, euer Rainer.